Höfers Komödiantenbühne Rentner haben niemals Zeit. Erinnern Sie sich noch an Oma Anna und Opa Paul aus der Erfolgsserie des Fernsehfunks Rentner haben niemals Zeit? Dieser Film wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung des Teams vom Bürgerhaus Delitzsch. An 20 Abenden konnte man Ende der 70er Jahre Helga Göring und Herbert Köfer im Vorabendprogramm mit heiteren Episoden aus dem Alltag erleben. Da wurde der Huckelkuchen nach Großmutters Rezept gebacken. Friseur Locke alias Rolf Herricht wurde als Maskenbildner fürs Fernsehen entdeckt und Opa Paul war für alle da. Nun wurde die zum Klassiker gewordene Fernsehserie für die Bühne aus der Taufe gehoben. Christian Kühn und Herbert Köfer schrieben ein Volksstück mit Themen unserer Zeit. Im Mittelpunkt steht Rentner Paul Schmidt, inzwischen Witwer, aber trotzdem immer noch ein fröhlicher Zeitgenosse, dessen helfende Hand immer noch gebraucht wird und die er gern reicht. Ein Schwank, deren Witz und Sprache alt und jung hinter dem Ofen vorlockt und der ein Wiedersehen mit Herbert Köfer und anderen tollen Schauspielern bietet. Wir lassen jetzt einige von den Schauspielern zu Wort kommen. Kennen Sie den einen oder anderen doch noch? Wir melden uns direkt aus dem Bürgerhaus in Delitzsch und schauen Sie mal, kennen Sie das Gesicht? Wenn Sie sagen nein, dann haben Sie wirklich was verpasst. Herbert Köfer, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und fit und munter sieht er aus, wie frisch aus dem Urlaub. Aber ich glaube, Sie sind recht viel unterwegs im Moment. Im Augenblick schon. Ich habe ja in diesem Jahr mein 75-jähriges Bühnenjubiläum und da gibt es natürlich furchtbar viele Termine. Ja. 75-jähriges Bühnenjubiläum, das heißt also unmittelbar immer auf Arbeit. Das ist ja nun gerade so, dass die Wende 25 Jahre her ist und Herbert Köfer immer überall zu sehen ist. Was war das Besondere nach der Wende, wo er sagt, das war top, dass ich das gemacht habe? Naja, auf alle Fälle war top, dass ich angefangen habe, mehr Theater zu spielen als Fernsehen zu machen. Und die wahre Heimat des Schauspielers ist ja das Theater. In der Zeit vor der Wende hatte ich ja wenig Zeit dazu. Da haben wir allerdings unsere Schwänke im Theater gespielt. Alles andere musste hinten anstehen, denn wenn ich sonst Fernsehspiele oder Serien gemacht habe, wie eben gerade Rentner haben niemals Zeit, dass wir dann zu einem Bühnenstück gemacht haben, das heißt Christian Kühn, der jetzige Intendant der Komödie Dresden, der hat es geschrieben mit einer Hilfe, die ein bisschen von mir kam, denn er kannte ja natürlich diese Zeit nicht, in der die Serie lief. Und Aber mit der Serie, lieber Herbert, hat das ja nicht mehr so viel zu tun. Es wird ja auf die heutige Zeit gemünzt, wie ich mitbekommen habe. So ist es, ja. Natürlich. Aber die Leute werden natürlich Parallelen feststellen zu der Serie Rentner haben niemals Zeit aus der DDR-Zeit. Aber wir wollen nicht
nicht daran stehen bleiben. Natürlich sehen Sie Ausschnitte aus diesem Programm. Wir haben aber Herbert Köfer natürlich seit vielen Jahren unterwegs mit Köfers Komödiantenbühne. Ja, das heißt also, seit 2002 sind wir mit Köfers Komödiantenbühne. Ja. Und das sind ja Hunderttausende von Kilometern, die da so gefahren werden. Oh ja, das sind es natürlich. Ja. Wobei ich die allererste Zeit da sehr viel gefahren bin, aber auch nicht immer. Das macht meine Frau, die ja hier Regieassistentin ist. Und ich muss jetzt noch gleich eines dazu sagen. Die Ingeborg Krabbe, die ja eigentlich meine Partnerin ist, die hatte einen Unfall zu Hause. Lustiger oder, naja, nicht lustiger in diesem Falle, sagen wir komischem Falle, ist sie über ihr Gepäck gestolpert, das sie für die Bühne brauchte. Und sie ist im Krankenhaus und nun musste ganz schnell jemand übernehmen. Und das hat meine Frau Heike. Machen wir mal schnell eine schöne Grüße da zur Ingeborg ins Krankenhaus. Ich hoffe natürlich, also das war ein komischer Trick mit dem mit dem Kofferunfall, dass es so ausgegangen ist, ganz schnell wieder gute Besserung und rauf auf die Bühne. Ja. Lieber Herbert. An dich, liebe Ingeborg. So machen wir das. Lieber Herbert, wir haben natürlich ganz klar, wenn ich Sie, Ihr Gesicht sehe, ich bin ja mit Ihnen groß geworden und habe die vielen, vielen Serien gesehen zu DDR-Zeiten. Sie sind einer der beliebtesten DDR-Schauspieler, aber auch heute noch einer der beliebtesten Schauspieler, die man, wenn man fragt, an wen denkt ihr gerade, wenn ihr an Schauspielerei DDR und heute denkt, da kommt Ihr Name immer. Und das ist doch ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass die Zuschauer Sie nach wie vor sehr, sehr gern haben. Ja, das freut mich natürlich. Und es gibt mir natürlich auch ein bisschen den Ansporn, nicht so schnell aufzuhören mit dem Theater oder mit dem Filmemachen. So, wir wollen uns überraschen lassen, wie es weitergeht, wie was in der Serie so abgeht. Wir dürfen Ihnen gar nicht so viel verraten. Warum nicht? Weil das ist klar, das Programm ist in Deutschland unterwegs und gehen Sie gefälligst hin, wenn Köfers Komödiantenbühne irgendwo gastiert. Kaufen Sie sich Karten, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, alles Gute wünsche ich Ihnen und ich muss sagen, ich bin gerne hier. Alles Gute. Lieber Herbert, viel Spaß heute Abend bei der Vorstellung. Toll, toll, toll und viel Gesundheit weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Haben Sie einen Vogel? Was? In der Uhr. Ach so, ja. Ja, ich habe einen Vogel, einen Kuckuck. Ja, den sollten Sie mal überprüfen. Ich hatte auch mal so eine Uhr, die war stehen geblieben, weil sich der Kuckuck verhakt hatte und nicht mehr rauskommen konnte. Aha. Ja, vielen Dank, Herr Carsten, das werde ich sofort mal überprüfen. Und viele Grüße an Herrn Schmidt. Na klar. Guten Tag, Frau Jeckel. Guten Tag. Na, waren Sie wieder fleißig? Ja. Was gibt's denn heute Schönes? Ich habe noch mal in die Garderobe geschaut. Hier dürfen wir ja eigentlich gar nicht reinschauen. Aber schauen Sie mal, wen ich hier neben mir stehen habe. Das ist die Dorit Gebler. Kennen Sie die noch? Ich kenne sie noch. Schön, dass Sie da sind. Ich war ja im September da im Café Blumenkunst. Ach, hier in Delitzsch? In Delitzsch. Eigentlich bin ich ja über die Jahre jetzt eine Einzelkämpferin geworden. Ja. Mit unterschiedlichsten Programmen. Aber wenn Herbert Köfer, eine Legende, wenn der ruft und sagt, Dorit, ich habe wieder eine Rolle für dich, Komödiantenbühne, Komödiantenbühne, bin jetzt schon zum dritten Mal dabei und macht Spaß. Das ist ja ganz toll. Aber ihr macht das ja nur Anfang des Jahres, immer so drei, vier Monate und dann macht jeder seins, oder? Das sind 2 Monate und wir machen es manchmal auch im Herbst noch. Mhm. Es soll eigentlich die letzte Tour sein, aber ich bin da nicht ganz sicher. Das wäre ja echt zu schade. Der sieht topfit aus, ihr ja sowieso alle. Ja, also es ist schon erstaunlich. Herbert Köfer ist wirklich eine Ausnahme. Also er ist auch wirklich fit im Kopf mit 94, was er ja am 17. Februar wird. Glaubt man nicht. Also Herbert ist also irre. Ist ja, toll. Wie viele Schauspieler spielen denn heute mit? Ich habe ihn noch nicht einmal ins Programmheft gesehen. Also es gibt ihn als Haupthelden, das ist der Rentner, der also eben der Wichtige. Und er hat eine Gartennachbarin, mit der ein bisschen über Kreuz steht. Er hat eine Favoritin, das bin ich, die ihn gerne ein bisschen näher kennenlernen würde, aber er ist da stachlig. Ja. Und es gibt eine junge Trickbetrügerin, die also
im Jetzt, das Jetztzeit einfach also etabliert in diesem. Was man so immer sieht im Fernsehen. Ja, nehmen Sie Janis Telefon ab und so lassen Sie sich von Ihren Enkeltrick nicht ärgern. Dann gibt es aber eine wunderbare Rolle, auch die ein junger Mann spielt. Der spielt so überzeugend, dass neulich bei einer Vorstellung Leute kamen und sagten, also der Postbeamte, der hatte keinen richtigen Ton und die Prostituierte haben wir auch nicht richtig verstanden, die hatte auch keinen richtigen Ton und der Fernsehjournalist, der war auch so schlecht zu verstehen, weil sein Mikro nicht so... Sein Hörgerät. Ist einer, der vier Rollen auf einmal spielt und macht richtig Spaß. Wir wünschen natürlich Ihnen immer wieder viel Spaß beim Zuschauen, denn wir dürfen ja doch nur Ausschnitte zeigen, aber auch Dorit ist unterwegs nach wie vor mit Programmen. Ja. Was für ein Programm zum Beispiel? Also ich war hier in Dänisch mit dem Weihnachtsprogramm, aber ich bin mit Kessel Buntes unterwegs. Ich habe ihn ja dreimal moderiert. Ja. Ich habe eine sehr schöne Hommage an die Knef, eine an die Dietrich und worüber ich auch ein bisschen froh und stolz bin, ich habe mein eigenes Programm mit meinen Texten, meinen Kompositionen. Am Ende kann man schon fast sagen, im letzten Viertel meiner Karriere zu sagen, das bin ich, hier gucke ich raus und niemand sonst, das ist für mich auch eine schöne Geschichte. Liebe Dorit, vielen Dank für die Worte. Ja, gerne. Und ich hoffe, in Delitzsch nächstes Jahr irgendwann, Kaffee Blumenkunst, sehen wir uns wieder. Okay, danke. Tschüss. Ach, ich vergesse. Kannst du mir später was aus deinem Blumenbeet pumpen? Hast du wieder ein Date, was? Ich habe mich doch in diesem Single-Portal angemeldet. Sag mal, wie heißt denn eigentlich die Was macht die? Kerstin. Katrin. Katrin, ja. Die war ein bisschen... Ja, eigentlich müsste man ja denken, er sitzt hier im weißen Kittel. Macht er nicht. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Krankenpfleger aus einer Sat.1-Serie, muss ich mir sagen lassen, richtig? Alpha Team, ja. Den Namen dürfen Sie mir jetzt nochmal sagen? Uwe Karp. Genau. Oder den Namen vom, ja. vom Krankenpfleger, Oberpfleger Brennecke. Ja, genau. Oberpfleger Brennecke heute in einer ganz anderen Geschichte hier bei uns in Delitzsch, nämlich mit Rentner haben niemals Zeit. Schön, dass Sie da sind. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch gar nichts gesehen heute. Wir müssen uns ja wirklich überraschen lassen. Was spielen Sie denn heute? Ich bin Nachbar, Gartennachbar von Köfer, Paul Schmidt. Ja. Und bin so sein jüngerer Freund, der ihn so ein bisschen noch so ins Leben treiben will. Weiber, er soll Weiber kennenlernen und ein bisschen mit Handy und Computer. Das erste Mal mit Köfer auf der Bühne? Ja, zum ersten Mal. Ja. Macht Spaß? Macht sehr viel Spaß. Macht sehr viel Spaß. Was macht er denn sonst so? Wer? Sie? Köfer. So. Nein! Sie? Icke, was mache ich? Im Sommer spiele ich in Beelitz Frau Luna. Also nicht die Frau Luna, da spiele ich irgendeinen Kumpel, also einen Berliner Typen. Ja, dann synchronisiere ich relativ viel im Moment gerade. Man sieht sie immer mal wieder. Ja. Aber Brenninger gibt es jetzt nicht mehr. Das gibt es schon 10 Jahre nicht. Wird aber wiederholt und wenn da Wiederholungen sehen, sind dann wieder. Ja, okay, alles klar. Wir wünschen viel Spaß bei dem Stück und Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt gucken wir doch mal rein. Sehr schön. Geht ja gleich los. Ja, klar. Ciao, danke. Sind Sie krank? Im Gegenteil, ich bin fit wie ein Turnschuh. Heute jetzt ist mein Scheidungstag und das ist jedes Jahr aufs Neue ein fröhlicher Tag. Ihr armer Ex-Mann. Also wenn hier einer arm dran war, dann war das wohl ich. Wer hatte denn gar keine guten Seiten? Gute Seiten? Ja. Wenn er mich so liebevoll berührt hätte wie seine Fernbedienung. Oder wenn er mir so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte wie seine Bierflaschen. Oder wenn er mir so treu gewesen wäre wie sein Geld. Dann würde ich sagen, vielleicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Heute Nacht ist wieder einer auf dem Grundstück von Herrn Schmidt rumgeschlichen. Er wird es natürlich wieder abstreiten. Aber Gnädigste, wer sollte denn ein Interesse daran haben, nachts meinen Garten zu erkunden? Aber ich weiß doch, was ich sehe. Ich mache ja nachts schon gar keinen Aufwand. Sie haben das Stück verpasst. Gehen Sie doch einfach hin, wenn es wieder heißt, Küffers Komödiantenbühne, auch in Ihrer Stadt. Dank des Schulexpress Könnern können Sie Küfers Komödiantenbühne auf den Bühnen in Ihren Kulturhäusern erleben.